Guten Morgen, Tag 32, glaube ich, beginnt. Wir sind gerade dabei, unsere Sachen aufs Fahrrad zu schnüren. Und dann geht es auch schon los. Wir erzählen gleich ein bisschen von der Nacht. Die Nacht war auf jeden Fall richtig gut. Also ich habe gut geschlafen auf dem Boden. Und Fia, wie war es bei dir? Meine Nacht war auch super. Ich bin gefühlt keinmal aufgewacht. Also dann ist das Aufstehen halt immer so schwer, auch wenn man die Gardinen zuzieht und so. Weil dann startet man nicht in den helllichten Tag, sondern halt in einem dunklen Raum. Deswegen heute wollte ich nicht aufstehen. Aber habe ich mich erinnert, dass es ja echt nicht mehr lang ist, auch wenn es voll Spaß macht. Aber trotzdem, heute stehen schon wieder so viele Höhenmeter an und ist einfach keine Motivation, heute aufzustehen. Also ich fand es gar nicht so schlimm aufzustehen, aber ich habe heute auch wieder 10 Minuten geschlummert. Also um 4.20 Uhr klingelt mein Wecker und um 4.30 Uhr sollte ich immer aufstehen. Aber Leute, seht ihr das? Nordkap, 229 Kilometer. Das ist übrigens, glaube ich, das zweite Schild jetzt. Vor Alter war es einmal angeschrieben, jetzt hier und sonst davor noch nie. Also wir sind dem Ziel zum Greifen nach. Aber jetzt fahren wir erstmal weiter los, gucken dann, wann wir frühstücken und dann mal schauen. Vielleicht melden wir uns auch schon gleich beim ersten hohen Berg. Wir wechseln jetzt gerade nach 18 Kilometern einmal die Position. Irgendwie tat mein Hintern heute wirklich extrem weh auf dem Sattel. Das hatte ich jetzt lange nicht mehr. Am Anfang war das ja normal. Aber ich denke, das ist von vor 2 Tagen, war ja der 400 Meter Berg. Und da habe ich so Muskelkater von und ich denke, daher kommt das. Deswegen gehe ich jetzt nach vorne auf den etwas bequemeren Sitz. Malu fährt dann hinten weiter und ja. Jetzt kommen auch schon die nächsten Berge, der nächste Anstieg. Ich bin ready. Meine Oberschenkel. Die spüre ich hier auf jeden Fall doch noch mal mehr. Naja, rauf auf den Berg. Malus Anreiz ist Schokodur und Frühstück. Ich habe jetzt hier ein bisschen Riegel und Gams, die ich mir jetzt erstmal esse. Ich habe so Hunger. Haben jetzt hier noch mal so ein Schild gefunden. Zum Nordkap sind es noch 197 Kilometer. Das ist wirklich krass. Also, Malu, wie geht's dir? Boah, ich habe richtig Hunger. Also wir schauen jetzt mal, ob in der Nähe irgendwo ein Supermarkt ist. Und wenn das jetzt nur noch ein paar Kilometer weiter sind, keine Ahnung. Ich will sie eigentlich mit in der Nähe irgendwo, aber es kann ja alles sein. Da vorne kam eigentlich ein Auto fair. Ich mache jetzt erstmal ein Bild. Naja, auf jeden Fall, gucken wir dann, ob wir da frühstücken oder hier gleich irgendwo. Ja, Lage-Update. Wir haben geschaut, ob es einen Supermarkt gibt, aber war ja klar, es sind 40 Kilometer, so ein kleiner Laden, aber wir frühstücken jetzt. Schokodur, ich habe mich den ganzen Weg hoch darauf gefreut, mit so einem Brioche und wir haben noch ein bisschen Brot und das werden wir jetzt alles aufessen, ich sag's euch. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lecker das gerade ist, wirklich. Einfach dieses Brot. Das ist richtig schlecht. Malu und ich haben schon gesagt, also Brot können sie hier nicht. Aber mit Fett Nutella drauf, mega lecker.
zu regnen. Also es ist noch relativ wenig und wir kommen in 7 Kilometern oder so an einem Restaurant und Supermarkt vorbei. Das ist der erste seit... Wow! Der erste seit 70 Kilometern. Ne, 60 Kilometern. Mal gucken, ob der Regen jetzt noch doller wird oder nicht. Aber diese Straße, Leute, hier sind so viele Leute schon wieder unterwegs. Und wir werden heute echt... Also wir wurden jetzt schon echt oft heute miserabel überholt. Aber dafür ist die Strecke schön. Es geht weiter, Regenmontur ist an. Ja, ich glaube, es geht eh nur noch bergab. Boah, da ist ein Wanderer, der Arme. Ich muss durch den Regen wandern, aber wir sind genauso arm. Ja, also keine 2 Minuten später war der Regen auch schon weg. Ja, hat sich trotzdem gelohnt. Hat sich trotzdem gelohnt, ja. Und wir sind auch gleich schon da. Und ich bin so gespannt. Wir müssten eigentlich heute gar nicht mehr weiterfahren. Wir könnten jetzt eigentlich überall, wo es schön ist, halt einfach unser Zelt aufbauen. Und das machen wir auch. Wir schauen einfach mal. Weil wir haben heute jetzt schon über 70 Kilometer. Und auf die nächsten 3 Tage verteilt, also jetzt noch 2 Tage, sind es dann auch nur noch so knapp 80 pro Tag. Also super entspannt auf jeden Fall. Oh, ich rieche es schon. Ich rieche das Essen vom Restaurant schon. Hoffentlich haben die gute Preise und ich kann alles essen, was ich will. Ich glaube, diese Freude ist einfach für niemanden so nachvollziehbar. Nee, wirklich nicht. Ich habe meine Uhr pausiert, weil ich jetzt mich auf eine 3-Stunden-Pause gefasst mache. In diesem Restaurant, ja. Also die Jungs sind jetzt da und mein Essen ist einfach nach 3 Minuten schon angefangen. Das ist wahrscheinlich wie so eine Kantine hier. Ich zeig's euch einmal. Ich war so ein bisschen gestresst, weil ich nicht wusste, was ich nehmen soll. Und dann habe ich einfach irgendwas genommen, was ich aber haben wollte. Aber ich hatte so, dachte, oh, Kebab. Ein Kebab-Teller wäre auch geil gewesen, aber... Und das ist mein Essen. Das sind jetzt Meatballs mit Kartoffeln, brauner Soße, Preiselbeeren und Erbsen, glaube ich, oder so. Aber ich habe jetzt so Hunger und das sieht so gut aus. Und dann haben wir uns noch einen Kaffee, also einen Kakao-Kaffee geholt. Und Leute, das Coole ist, also erstmal die nächste Strecke geht jetzt erstmal wieder hoch. Aber wir können überall, wo es schön ist, eigentlich unser Zelt aufbauen. Da freue ich mich. Fee, was hast du dir bestellt? Ich habe mir den größten Burger, 200 Gramm Patty-Burger bestellt. Und ich freue mich jetzt richtig, den gleich zu essen. Aber er ist noch nicht da, deswegen. Und hier ein Mokka, den trinke ich gerade. Und ich habe mir noch eine Sprite geholt, Leute. Ich weiß auch nicht. Ich habe einfach alles eingepackt. Wir haben jetzt aufgegessen und wir planen gerade, dass wir vielleicht den Nordkap-Tunnel umfahren. Wir haben gerade jemanden getroffen und sie meinte, dass wir unbedingt den Nordkap-Tunnel umfahren sollen. Und ich habe jetzt schon öfter mal gehört, dass der eigentlich nicht so schlimm sein soll. Aber... Es ist eigentlich gar kein Umweg und es ist auch nicht weniger Kilometer. Deswegen denke ich mir so, wieso eigentlich nicht? Dann sieht man vielleicht nochmal was anderes. Und uns hat jemand geschrieben, diese Umfahrung, also der Umweg, den man da macht, ist ein bisschen weniger befahren, weil natürlich alle normalen Leute jetzt diesen E6 hoch zum Nordkap-Tunnel nehmen. Und wir würden dann sozusagen, hier würde der Weg lang gehen und wir würden aber einfach so und von hier eine Fähre bis zur eigentlichen Route wieder nehmen. Und dann sind wir halt auf dieser Nordkap-Insel sozusagen und müssen durch den Tunnel nicht. Und das schauen wir jetzt mal ein bisschen nach und gucken, ob wir das machen und wie wir das machen und wann die Fähre fahren würde und wie viele Kilometer wir dann heute noch machen müssen und morgen. Und ja, wenn wir neue Ergebnisse haben, dann melden wir uns. Die Pause ist beendet. Wir sind jetzt wieder auf der Straße seit 10 Sekunden ungefähr. Wir suchen jetzt einfach nur noch einen Schlafplatz und würden uns wahrscheinlich melden, wenn wir was gefunden haben. Außer die Suche ist sehr erfolglos. Dann melden wir uns auf der Suche nochmal. Es ist 15.25 Uhr. Wir sind 90 Kilometer jetzt gefahren. Und es gab schon wieder einen Zwischenfall. Und davon werde ich euch jetzt erzählen. Ich hoffe, ich muss nicht anfangen zu weinen. Weil solche Situationen, wenn ich daran nur denke, wird mir erstens schlecht. Und keine Ahnung.
Also, wir sind gefahren auf dem Fahrrad. Wir sind gerade los aus dem Restaurant. Und nicht mal 2 Kilometer oder so fair? Keine Ahnung. Nicht mal 2 Kilometer, keine Ahnung. Hörte ich schon die ganze Zeit ein Bellen von einem Hund. Aber ich habe mir nichts gedacht. Also, hatte mich sogar gewundert, weil wir schon lange keine Hunde mehr gesehen haben. Hier in Norwegen gibt es gar nicht so viele Hunde, finde ich. Und ja, wir sind dann an diesem Haus vorbei. Und dieser Hund kommt auf uns zugerannt, über den Zaun gesprungen, auf die Bundesstraße. Neben uns, auf der anderen Seite von der Straße, waren Autos, viele Autos und Motorradräder. Und dieser Hund ist einfach nicht rechts neben uns gelaufen, sondern auf der Straße links neben uns und hat uns komplett angebellt und ist uns hinterher. Ich hatte komplette Panikattacke, ich habe richtig Angst vor Hunden. Öfter mal was passiert. Ich wurde schon mal gebissen von einem Hund an einem Strand, ganz random. Wir waren mal laufen und da sind 4 Wachhunde um mich herum gestanden und haben mich angebellt, weil wir abends um 19 Uhr an einem Bauernhof vorbei sind und da sind auch die Wachhunde einfach auf die Straße, über den Zaun, durch den Zaun. Ich habe schon ein paar schlechte Erfahrungen mit Hunden gemacht. Und das natürlich brennt sich das in den Kopf ein und dann kriege ich direkt eine Panikattacke, wenn sowas passiert. Der Hund merkt natürlich, dass ich Angst habe und er ist die ganze Zeit hinter uns her. Und die Jungs haben da gerade an so einer Parkbucht auf uns gewartet und sind direkt ausgestiegen und sind so auf diesen Hund drauf zu, keine Ahnung. Ich habe einfach nur straight nach vorne geguckt und bin einfach nur gerade gestrampelt, komplett geheult. Die Autos auf der linken Seite haben sich wahrscheinlich gedacht, was ist mit der los? Und das Beste, Leute, ja, die haben es ja natürlich gesehen, den Hund, wie der uns verfolgt hat. Und das Beste, Leute, auf der rechten Seite stand einfach noch ein Ehepaar und der Typ hat einfach gelacht. Der hat einfach gelacht. Da war ich so sauer, hab den erstmal beleidigt. Mit was ich den beleidigt habe, sage ich jetzt hier mal nicht. Naja, auf jeden Fall hatte ich dann erstmal kompletten Schock, komplett Adrenalin in mir, dass ich den Berg sowas von mit Fähre hochgefahren bin wie so ein, keine Ahnung was. Und ich dachte wieder, die Jungs meinten dann sogar noch, dass der Hund dann auch noch irgendwie vor einen Motorradfahrer gesprungen ist, keine Ahnung. Und das war einfach gefährlich. Wie kann man seinen Hund einfach... Ich weiß nicht, was das für Besitzer schon wieder sind, an der Bundesstraße seinen Hund anzuleihen. Das war auf jeden Fall wieder echt... Davon werde ich wieder träumen wahrscheinlich. Nein, Scherz. War echt schon wieder eine Situation, die hätte nicht vorkommen müssen. Unser Zelt steht. Ich zeig's euch kurz. Also, da hinten ist die Straße, die große, die E6. Und hier steht jetzt unser Zelt. Da ist das Fahrrad. Da unten steht das Auto von den Jungs. Da steht das zweite Zelt. Und ja, es ist eigentlich ganz schön hier. Also eine gute Grasfläche. Vorher war es an der Straße überall rechts und links immer sehr feucht, weil hier halt noch Schnee liegt oder der Schnee gerade taut. Und hier ist aber komplett trocken. Hier ist perfekt. Die Sonne scheint gerade. Und ja, jetzt werden wir erstmal entspannen. Unsere Eltern kommen übrigens gleich. Die waren ja gestern jetzt schon am Nordkap. Und kommen uns heute wieder entgegen. Und dann trinken wir erstmal einen Kaffee mit denen. Mal schauen, wir reden ein bisschen mit denen, wie die jetzt gefahren sind, wie die Straßen waren. Nochmal so ein bisschen ausfragen alles, wie die Nordkap-Halle war. Alles so ein bisschen, ob man vielleicht sogar vorm Nordkap irgendwo nochmal zelten kann gut. Genau. Und dann sieht der Tag eigentlich auch nur noch so aus, dass wir ein bisschen den morgigen Tag planen, die Route nochmal anschauen und kochen, essen und dann schlafen gehen. Und da sind sie schon. Da sind sie. Na? Letzten hier, das gibt's ja wohl gar nicht. Hallo. Ja, und guck mal, wir fahren hier einfach rein, oder? Oh ja. Ja, die ist schon wieder. Lange nicht gesehen. Ja, lange nicht gesehen. Und vor allem oben wäre auch ein super Platz gewesen. Kurzes Update. Wir haben ja gerade die ganze Zeit mit unseren Eltern gechillt und dann kam ein Wanderer und wir haben jetzt wirklich, wie lange? Bestimmt 2 Stunden, oder? Mit dem Wanderer gesprochen. Der ist einfach aus Australien und ist von Griechenland bis hier gewandert. Der ist schon fast ein Jahr unterwegs und endet sozusagen in ein paar Tagen beim Nordkap.
Und der läuft jeden Tag, also wandert jeden Tag 25 Kilometer. Und es war wirklich super interessant, mit ihm zu sprechen. Und ich wollte mich gerade bettfertig machen und habe gemerkt, dass ich immer noch die Weste anhabe. Ich hatte jetzt noch Fabios Jacke an, weil mir so kalt war draußen. Aber es ist eigentlich gar nicht so kalt. Und gerade habe ich realisiert, dass morgen einfach der letzte so richtig volle Tag ist. Also wir müssen ja morgen so ungefähr 80 Kilometer bis vor die Fähre fahren. Und dann am nächsten Morgen halt so 20, 30. Wir wissen noch nicht, wie nah wir morgen an die Fähre fahren, wo wir da schlafen können. Und danach fahren wir Fähre, also am nächsten Tag. Und dann ist es nur 33 Kilometer zum Nordkap. Also so einen richtig vollen Tag haben wir wirklich nur noch morgen. Und irgendwie bin ich gerade ein bisschen traurig, dass es schon bald vorbei ist. Aber irgendwie freue ich mich auch. Aber irgendwie bin ich auch traurig, weil es hat so Spaß gemacht und macht so Spaß. Also morgen nochmal richtig genießen. Wir machen uns jetzt Bett fertig. Und dann endet dieser Tag. Ich melde mich gleich nochmal aus dem Schlafsack. Leute, ich liebe es einfach so im Zelt. In meinem Schlafsack ist es warm. Es ist so schön warm. Es sind so gute Temperaturen hier gerade zum Zelten. Es ist nicht zu kalt, es ist nicht zu warm. Es ist wirklich ein Traum. Ich liebe es. Morgen geht es dann los auf die letzte Etappe, also die letzte volle Etappe mit den 80 Kilometern ungefähr. 80, 90, keine Ahnung. Und ich bin gespannt, weil die soll wohl weniger Verkehr haben. Und die ist auch wieder an der Küste. Und ein ganz langes Stück ist auch ohne Höhenmeter, also wirklich die ganze Zeit direkt am Wasser. Ich bin gespannt. Also ich freue mich drauf. Und ja, jetzt gehen wir erstmal schlafen und dann sehen wir uns morgen früh wieder. Guten Morgen. Tag 32. Bin mir gar nicht sicher. Wir stehen jetzt auf. Es ist 4.35 Uhr. Ein bisschen früh. Sind wir heute viel früher. Ich bin irgendwie schon fertig. Ich muss noch meinen Schlafsack und Isomatte einpacken. Das ist der Blick aus meinem Zelt. Ich habe richtig gut geschlafen. Ich liebe es einfach. Ich liebe es in diesem Zelt. In meinem Schlafsack. Und ich komme richtig gut aus dem Bett. Also ich bin wirklich um 19.30 Uhr, 19.50 Uhr oder so eingeschlafen. Also ich hatte richtig lange Schlaf. Das ist gar kein Problem, um 4.30 Uhr aufzustehen. Also es ist wirklich, ja, wir haben uns schon, natürlich haben wir uns dran gewöhnt die letzten 30 Tage, aber schon krass. Irgendwie lustig. Die letzten Vorbereitungen sind getroffen. Wir gehen jetzt los auf unsere einfach vorletzte Etappe. Die letzte nochmal richtig lang. So lang ist jetzt auch nicht, oder? 80, 100? Ja, so ungefähr 180, 90. Zwischen 80 und 100 suchen wir einen Schlafplatz. 100 Kilometer. Ja. Nach 100 Kilometern ist der Fährhafen. Den wir aber erst morgen um 8.45 Uhr erreichen müssen, deswegen so 20 Kilometer vorher irgendwo pennen. Gehen ja sogar 30 Kilometer vorher. Überall, wo es halt schön ist. Ja. Wir sind bei 13 Kilometern und seit 40 Minuten unterwegs. Jetzt steht ein kleiner Berg bevor uns, 180 Höhenmeter. Deswegen hat Malu sich jetzt gerade mal ausgezogen. Und es fängt gerade so ein bisschen an zu nieseln. Wir sind jetzt unsicher, ob wir die Regenhosen schon anziehen sollen oder nicht. Aber ich würde es einfach riskieren, weil ja, entweder schwitzen wir gleich in den Regenhosen oder wir werden halt nass. Das ist jetzt kein großer Unterschied für langfristig. Und wenn es halt richtig anfängt zu regnen, kommen wir ja schnell an die Hosen, von daher. Hier ist nochmal das Höhenprofil. Das hier sind wir gerade so ein bisschen runtergefahren und jetzt geht es halt so ein bisschen wieder hoch und später geht es nochmal viel mehr hoch. Und da ist hinter diesem großen Berg, machen wir wahrscheinlich Pause. Also die Nachtquartier, Schlafquartier. Wir sind gerade abgebogen von der normalen Route zum Nordkap. Von der normalen Route auf die Route, wo man mit einer Fähre fährt. Und die soll wohl sehr viel ruhiger sein. Und wir sind jetzt sehr gespannt. Ich glaube, 5 Kilometer ist es Ersparung am Weg. Oh. 5 Kilometer weniger. Sonst gleicher Weg. Genau, also der Weg macht sich nichts. Aber es ist einfach für uns sicherer. Wir haben uns gegen den Nordkap-Tunnel entschieden. Für den einen oder anderen mag das kein Problem sein und die fahren da auch ohne Probleme durch. Aber wir wissen, wie lange wir für Berge brauchen.
Wir wissen, dass der Lärm einfach eine Katastrophe ist. Das hat uns in den anderen Tunneln schon genervt und die waren lange nicht so befahren. Ja, und. Die Liste geht weiter und weiter, warum wir uns einfach gegen den Nordkap-Tunnel entschieden haben. Und das ist auch nicht in unserem Kopf, dass wir da durch. Ja, genau. Es ist einfach jetzt entspannter zu wissen. Wir fahren jetzt zur Fähre, mit der Fähre dann rüber. Kein Tunnel, der vor uns liegt, der irgendwie krass ist und 7 Kilometer lang ist und dann noch mehr durchführt und laut ist und LKWs dort fahren und. Also, ja, wir haben uns dagegen entschieden. Und was ich noch sagen wollte, ist zum Verkehr, weil wir sind ja gestern hier auch schon so gefahren und ab Alter ist der Verkehr so krass geworden. Vorher war alles wirklich überschaubar und wenig, aber gestern so viele Autos, auch LKWs, natürlich auch Camper, ist ja klar, ist ja auch hier so Camping Zone, aber LKWs und so Sanitärautos, so Dienstleistungsautos, so viele gestern, also ja, das war schon irgendwie recht unangenehm auf dem Fahrradweg dann, weil der Fahrradweg ist die Straße, wollte ich nochmal kurz sagen. Okay, wir sehen uns. Einen Frühstücksspot gefunden. Wir sind seit 2,5 Stunden unterwegs und haben schon 45 Kilometer. Heute müssen wir ja Minimum 80 und der Rest ist halt so optional wieder. Wir schauen jetzt gleich mal über diese Brücke, ob da ein besserer Spot ist zum Frühstücken, weil hier stehen halt Camper. Ich hole jetzt auf jeden Fall mal das Essen raus und dann wird gleich gefrühstückt. Es ist auf jeden Fall schon sehr frisch auf dem Fahrrad. Also heute gibt es wieder Weißbrot. Wir haben ein komplett ganzes Brot gekauft. Eigentlich nur, ist wie Toast. Dann haben wir noch, das ist unsere letzte Salami-Stick-Packung und Schokoduo. Und dann haben wir nur noch trinken und dann, ja, und das essen wir jetzt und genießen unsere Pause. Wir haben alles leer gegessen, einfach komplett alles. Nichts mehr drin, das ganze Weißbrot. Ja, und jetzt geht's weiter, würde ich mal sagen. Uns ist auch immer ein bisschen kalt, wenn wir Pause machen, weil unsere Sachen irgendwie ja ein bisschen nass geschwitzt sind. Wir haben zwar Merino an, aber mir ist trotzdem immer kalt. Und jetzt müssen wir uns wieder bewegen. Keine Ahnung, was dieses Baufahrzeug da macht, aber es wirbelt die ganze Zeit so. Also irgendwie macht er die Straße sauber, aber jetzt ist es nicht mehr so viel Staub. Leute, dieser Typ in dem Trecker war eben gerade, ist gerade zurückgefahren und ist jetzt an uns vorbei und direkt vor uns hat er diese Rolle rausgeholt, um hier zu putzen und wirbelt alles auf. Ich frage mich, ob der dich einfach 10 Meter vor uns starten hätte können. Wir machen gerade eine Pause, wir sind bei 160 Höhenmetern. Und ich nutze die Chance, endlich mal wieder Schnee anzufassen. Jedes Mal sehe ich den Schnee und denke mir so, oh, jetzt einmal gucken, jetzt mal wieder Schnee anfassen. Ui! Was mit der? Was ist denn hier los? Pause. Ich genieße sie. Was? Ich genieße meine Pause. Fia genießt ihre Pause und wieso? Also dieser Anstieg gerade war oder ist so anstrengend. Wir sind noch lange nicht oben. Ich glaube, es sind knapp 300 Höhenmeter, wir sind bei 150. Ja, okay, es sind 250 und wir sind bei 150. Wir sind trotzdem noch 100 Höhenmeter und man sieht die Strecke hier so ein bisschen. Da geht's hoch und es sieht halt immer nicht so hoch aus. Aber mit dem Fahrrad braucht man dafür wirklich lange. Aber ja, das lange ist nicht so schlimm. Es ist halt nur einfach gerade anstrengend
Und deswegen haben wir gesagt, wir machen hier eine Pause. Ja, und jetzt machen wir die halt. Es ist passiert, es hat mehr angefangen zu regnen. Wir ziehen jetzt die Regenhosen an. Gleich geht's dann weiter. Wir haben jetzt hier einen Spot gefunden, direkt am Meer. Ich zeige euch den mal kurz. So sieht das Ganze hier aus. Und damit haben wir jetzt was vor. Und zwar haben wir uns überlegt, ein Feuer anzumachen. Und dafür gehe ich jetzt Holz suchen. So, Malu schichtet hier das Holz schon an. Und ich gehe jetzt und suche mehr Holz. 75 Kilometer haben wir übrigens heute gemacht. Und der Spot, wo wir hier gerade sind, der ist eigentlich ganz schön, hat aber kein Internet. Wir haben heute Abend noch einen Call und generell ist es halt einfach wichtig für uns, Internet zu haben. Ich meine, nur wegen Internet können wir unseren Job ausüben und nur mit Internet können wir unseren Job ausüben. Und die Männer sind gerade in einem anderen Ort und kaufen dort die Fährtickets für morgen. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen Holz sammeln. Mal schauen, ob das klappt mit dem Feuer, aber eigentlich sollte das. So, das große Holz habe ich jetzt schon ein bisschen gesammelt. Jetzt kümmere ich mich ein bisschen hier um Zunder, ja, das war wohl nix. Ist direkt weggeflogen. Oh, das auch. Mann, warum ist so windig hier? Das ist ja wohl ein Witz. Das Feuer brennt jetzt und ja, Malu muss mal wieder Feuer nachlegen. Das ist ja alles schon verkokelt. Ja, super, wieder neues Feuerholz. Ich dachte, ich mache Feuerwache. Du hast was Cooles gefunden. Zwei Teller. Echt? Zwei Untertassen. Wie cool. Ach, die sind durchgebrochen. Ne? Wow. Guck mal, die sind durch. Das war mal ein Stein. Das war mal ein Stein hier. Ja. Jetzt sind das so. Also dein Holzfeuer ist viel zu groß. Das wird ein Riesenfeuer, wenn du es drauf machst. Das ist viel zu lang alles. Wir wollen das ja ein bisschen kontrollieren hier. Also Leute, das passiert, wenn man Feuer Holz suchen schickt. Kommt ihr mit Riesenlatten? Dieses hier, was soll ich damit? Da komplett einmal rauflegen. Naja. Ach Leute, ich bin voll in meinem Element, das macht so Spaß. Sind wir hier am Feuer und genießen einfach mal so ein bisschen die Ruhe. Hier ist echt niemand, manchmal fahren Autos dran vorbei, aber mega wenige. Mega wenig und es ist einfach nur entspannt und ruhig. Die Jungs haben jetzt geschrieben, die sind glaube ich ungefähr 10 Kilometer entfernt, weiter Richtung Fähre und die meinten, da ist ein guter Platz, wo auch Internet ist. Und wir werden jetzt das Feuer erstmal, also wir werden jetzt hier noch ein bisschen bleiben, das Feuer ausmachen, ausbrennen lassen und dann fahren wir da auch hin. Weil wir haben heute Abend noch ein Interview und da brauchen wir Internet. Deswegen war hier so ein bisschen, ja, es ist ein echt schöner Ort, aber hier ist halt kein Internet und wir können dieses Interview dann nicht führen. Deswegen fahren wir gleich weiter, wenn das Feuer dann aus ist. Wir haben jetzt nichts mehr nachgelegt. Ich zeige es euch kurz. Ich werde das gleich ein bisschen ausbreiten. Und dann geht's gleich los. Jetzt geht's weiter. Ich habe mir noch Zunder mitgenommen. Also Baumrinde. Ich glaube, das ist Birke. Sollte Birke sein. Sieht doch so aus, aber keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, vielleicht können wir ja auch am anderen Rastplatz nochmal ein Feuer machen. Aber jetzt müssen wir da erstmal hin. Wir verlassen den wunderschönen Platz. Hoffentlich ist der nächste auch gut. Aber die Sonne scheint. Wuhu! Juhu! Und wir haben den ganzen Tag noch frei. Spät ist es? Okay, wir melden uns gleich, wenn wir angekommen sind. Jetzt angekommen und Leute, schaut, was wir gemacht haben. Wieder ein Feuer. Auf jeden Fall wollen wir hier grillen und Fea und Bo sind jetzt noch mal los, um Fleisch zu kaufen, also Grillzeug. Weil ich glaube, das ist die letzte Möglichkeit, wo wir jetzt hier noch mal draußen Feuer machen können und draußen grillen. Und dieser Ort ist auf jeden Fall perfekt dafür. Schaut sich an. Hier ist ein richtig schöner Strand, ist komplett klar und das ist jetzt so ein Rastplatz, so ein fancy Architektur-Rastplatz,
Und genau, die Zelte stehen auch schon da und da und hier sind auch noch ein paar andere Leute. Aber ja, ich denke, heute Abend werden wir hier auf jeden Fall ganz allein sein. Also da schlafen noch ein paar Camper. Aber das ist ja nicht schlimm. Und dann geht es morgen 14 Kilometer zur Fähre. Wir haben, glaube ich, heute 85 gemacht. Ja, 85 und 15 müssen wir dann noch, um die 100 zu knacken. Von der Etappe jetzt, die wir heute nicht mehr machen wollten natürlich. Weil wir morgen erst um 8.45 Uhr zur Fähre müssen. Und dann können wir morgen ein bisschen entspannter aufstehen und dann machen wir morgen die letzten 15 Kilometer zur Fähre. Dann nehmen wir die Fähre, hoffentlich klappt das alles. Und dann müssten wir rein theoretisch nur 34 Kilometer zum Nordkap. Aber das splitten wir auch, weil die Fähre kommt erst um 10.30 Uhr oder so in Honningsback an. Und dann müssten wir noch 34 Kilometer Fahrrad fahren. Und dann wären wir sozusagen zu der Uhrzeit am Nordkap, wo alle da sind. Und deswegen haben wir gesagt, nee, dann schlafen wir nochmal irgendwie eine Nacht vorher irgendwo. Und dann machen wir uns ganz früh auf zum Nordkap am nächsten Tag, also übermorgen. Und mal schauen, ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt. Wir liegen schon wieder im Zelt. Wir haben ja vorhin noch gegrillt und es war richtig, richtig schön. Die Sonne kam auch noch raus und es hat die ganze Zeit richtig, also es war richtig gutes Wetter noch. Ja, jetzt ist es, glaube ich, 5 vor 19 Uhr, 5 vor 7. Und wir liegen jetzt in den Zelten, haben alles bereit gemacht für morgen. Und dann geht es morgen früh ein bisschen später los. Wir müssen noch 14 Kilometer mit 300 Höhenmetern. Und direkt, wenn wir aufs Fahrrad steigen, müssen wir erstmal 250 Höhenmeter hoch an einem Stück. Ja, das wird nochmal ein bisschen anstrengend. Und dann kommt die Fähre um 8.45 Uhr. Vorher haben wir doch noch mal einen Termin. Den Termin hatten wir eigentlich heute noch, aber der wurde jetzt verschoben. Wir haben hier auch echt richtig schlecht Internet, was immer mega nervt, weil dann kann man überhaupt nicht gut arbeiten. Aber ja, morgen wird das alles wieder hoffentlich anders und dann geht es morgen weiter. Und morgen, Leute, sind wir einfach auf der Nordkap-Insel und rein theoretisch könnten wir morgen schon zum Nordkap, aber wir wollen das halt. Wir wollen nicht dann da sein, wenn alle da sind, sondern wir versuchen irgendwie so früh wie möglich da zu sein. Wenn wir zum Beispiel um 4 Uhr morgens da sind, mal schauen, wie viele Leute dann da sind. Und deswegen machen wir erst übermorgen die letzte Etappe. Die letzte Etappe sind dann aber auch nur noch ein paar Kilometer. Wir werden dann kurz vorm Nordkap oder irgendwo wahrscheinlich einfach nochmal zelten und dann, ja, aber das werdet ihr alles morgen sehen. Gute Nacht. Wir sind ready für den vorletzten Tag. Wir machen uns jetzt bereit für den großen Berg. Wir haben jetzt ungefähr 3 Stunden Zeit, aber wir wollten noch vorher in den Supermarkt und haben auch noch einen Call, bevor die Fähre dann fährt. Und ich hoffe, das habe ich schon mal gesagt, aber ich hoffe wirklich, dass das klappt mit den Jungs offen, mit dem Auto. Sonst müssen die 200 Kilometer Umweg fahren. Aber ich denke, das wird alles gut. Und wir fahren jetzt los. Schlimmer Berg. Wir haben ja gestern gegrillt und ich bin dann den Berg mit dem Auto schon hochgefahren, um zu den Laden zu fahren, um Grillzeug zu kaufen. Sieht nicht schlimm aus hier. Und es war wirklich eine crazy Nummer. So sieht er aus. Weniger als 250 Höhenmeter sollen das sein. Ja. Leute, das wird keine crazy Nummer. Das war bestimmt nur Scam. nee, ich bin wirklich gespannt. Mit dem Auto sind wir gestern hoch und da dachte ich, shit, was kommt da auf uns zu? Aber der hat sich wirklich sehr, sehr lange gezogen. Naja, ich würde mal sagen, wir starten einfach. Aber langziehen ist... Stunden später. Wir sind jetzt auf der Fähre, Leute. Wir sind auf einer Luxusfähre. Die machen hier wahrscheinlich alle eine schöne Kreuzfahrt, ne? Ja. Und kommen gleich ohne Arbeit an Nordkap an.
Also wir kommen in Honningsvag an. Das sind dann nochmal 34 Kilometer mit dem Fahrrad oder Auto mit dem Fahrrad bis zum Nordkap. Und wir sind jetzt auf der Fähre. Und was ist dazwischen passiert? Dazwischen hatten wir einen Call. Oder was meinst du? Ja, was ist noch passiert? Ach so, ja, die Männer sind nicht mit auf der Fähre. Eigentlich war ja geplant, dass wir zusammen auf die Fähre fahren, aber die Fähre ist gar nicht für Autos. Und jetzt sind nur Malu und ich hier drauf. 12 Euro hat das gekostet pro Person. Und die Männer müssen jetzt halt einmal rum. Zum Nordkap, zum Tunnel. Nordkap. Und dann kommen sie über den Tunnel halt auf die Nordkap-Insel. Ja. Aber wir treffen uns wahrscheinlich in Honningsvag beim Extra, das ist ein Supermarkt. Und dann setzen wir uns dahin, da kann man nämlich sitzen und dann essen wir ein bisschen und dann schauen wir, weil wir wollen morgen erst beim Nordkap ankommen. Erstens, das Wetter ist gerade so ein bisschen, naja, es wird irgendwie besser, oder? Nee. Sieht aus, als ob besser wird da hinten, guck mal. Sieht man das? Da hinten sieht es irgendwie heller aus, aber es ist auf jeden Fall wieder klar. Und wir wollen aber erst morgen ankommen. Und schlafen heute Nacht nochmal wild draußen irgendwo. Und wir müssen aber heute nur noch 15 Kilometer oder 20 ungefähr. 20 Kilometer müssen wir noch. Also wir müssen noch 20 Kilometer. Ordentlich auch Höhenmetern mit Höhenmetern auf jeden Fall. Ich zeige euch gleich mal das Höhenprofil. Und dann fahren wir morgen um 3 Uhr nachts los, oder? Ja. Also uns haben auch einige geschrieben, dass von 0 bis 2 Uhr da halt viel los sein soll, weil die Leute da hingehen um die Mitternacht. Genau, aber um 3 Uhr dann aber 4 Uhr nichts mehr. So ein Wetter ist wie hier, guckt sich da glaube ich keiner die Mitternacht. Ich glaube auch nicht. Also wir werden es einfach mal schauen und wir haben gerade hier noch gefrühstückt. Unser Messer liegt da noch und Toast. Naja, auf jeden Fall hatten wir gerade noch ein Interview mit der Presse. Fee und ich kommen wieder in die Presse. Wie war der Berg vorhin? Ich habe ja eben schon gesagt, dass ich den gestern schon hoch bin, aber der war gar nicht so schlimm. Also ich glaube, ich habe da irgendwie was verwechselt. Im Auto war das so viel schlimmer als auf dem Fahrrad. 250 Höhenmeter waren es und gleich haben wir nochmal einen 350 Höhenmeter Berg vor uns. Ja, das wollte ich euch auch zeigen. Das suche ich mal kurz ab. So sieht übrigens das Höhenprofil aus. Das ist der erste Berg, 310 Höhenmeter. Und später wieder 300. Ne, das sind 300. Das sind 280 ungefähr. Ah, 200. Ja, doch, 280 Höhenmeter. Und dann hier hinten 300. Hör doch mal auf. Ich hatte eine Frage. Und zwar fährt diese Fähre hier einmal nach Honningsvag? Ja. Und einmal nach Nordkap? Ja. Krass, ne? Und wohin fahren wir zum Nordkap? Nee. Da kann sie ja nicht anhalten. Die hält nur in Honningsvag. Am Nordkap fahren die nur vorbei wahrscheinlich. Ah, okay. Weil da kann man ja nicht anhalten. Da ist ja kein Fährhafen. Kein Hafen. Wir sind angekommen auf der Nordkap-Insel. Jetzt geht's erstmal zu einem Laden. Wir warten dort auf die Männer. Es ist nämlich erst, wie spät, Malu? 11 oder so? Es ist 11.08 Uhr und wir kommen in ungefähr 15 Kilometern schon bei unserem heutigen Ziel an. Wir fahren ja heute noch nicht durch zum Nordkap. Und deswegen genehmigen wir uns erstmal irgendwie, keine Ahnung, irgendwas zu trinken oder was zu essen in dem Laden. Und dann warten dort auf die Männer und dann geht's später weiter. Seht ihr dieses Schiff, Alter? Also, das ist echt krass. Größer als eine Insel. Wir waren gerade Pizza essen. Wir wollten ja eigentlich in dem Extra uns einfach hinsetzen. Der hatte aber gar keine Sitzgelegenheiten. Normalerweise haben die das hier, also viele auf jeden Fall. Und im Internet stand das. Daneben war aber eine Pizzeria, dann sind wir einfach dahin gegangen. Und ja, jetzt machen wir uns auf die letzten 15 Kilometer. Bevor wir dann wirklich unser Endziel erreichen. Seht ihr dieses Riesenschiff? Die kommen wir dann immer an und dann fahren von dem Schiff ganz viele Reisebusse mit den ganzen Leuten vom Schiff ans Nordkap und nehmen halt hier diese Straße. Deswegen ist die recht gut befahren. Ja, wir hoffen aber, dass der Verkehr jetzt mäßig ist. Also mäßig bis gut. Und wir sicher auf jeden Fall heute und morgen ankommen werden. Ein paar müssen wir noch.
Es ist wirklich anstrengend, aber der Weg ist gar nicht so schlimm wie gedacht mit den Autos, Bussen, was auch immer. Gerade zum Beispiel ist einfach eben gar nichts los. Eben war auch gar nichts los. Jetzt gleich kommt ein Auto. Außerdem war hier gerade dreispurig, das war ganz nice. Ja, ich zeige euch mal den Nebel. So sieht es hier aus und es soll wohl noch dichter werden. Wir müssen ja auch noch ein bisschen hoch. Wie ist die Lage? Es ist anstrengend, geht's mir gut. Noch ungefähr 11 Kilometer bis zum Schlafplatz. Und darunter sieht man gar nichts mehr. Doch ein bisschen. Es ist jetzt auf jeden Fall so nebelig. Leute, da vorne kommt gerade ein Auto. Man sieht es auf der Kamera erstmal gar nicht, weil man wirklich nur die Lichter von Weitem sieht. Aber auch wirklich spät erst, da ist es. Also es ist wirklich extrem dichter Nebel. Wir haben uns jetzt hier diese Helmüberzüge noch aufgesetzt, damit man uns vielleicht besser sieht. Es hat auch angefangen jetzt zu regnen. Aber... Naja, es regnet schon. Es regnet hier schon jetzt. Ja, mal gucken, was jetzt noch so passiert. Ich hoffe, dass... 230 schon. 230 schon? Ja. Oh, krass. 55. Wir sind gleich oben. Wupp, wupp, wupp. Wir sind jetzt oben und fahren jetzt runter. Das waren jetzt noch mal ein paar Kilometer. Wir sind aber jetzt angekommen. Es war richtig kalt auf dem Rückweg, also bergab. Der Wind war so stark, mein Kopf tut immer noch von der Kälte weh. Aber diese Vorfreude und das Wissen, dass wir es einfach morgen geschafft haben, ist so krass. Also ich glaube, egal was jetzt passiert ist. Ja, es wäre einfach egal gewesen. Aber wir sind jetzt angekommen an unserem letzten Wildcamping-Platz, wo wir jetzt, bevor wir am Nordkap ankommen, schlafen. Auf dem Rückweg werden wir ja auch noch mal ein bisschen wildcampen in Schweden. Aber schaut es euch an, es ist wieder wirklich ein Traum. Hier ist kein Wind, hier ist einfach gerade windstill. Und da sind wir gerade, von da sind wir gekommen. Und da müssen wir dann später morgen hoch. Also es geht morgen wirklich direkt mit Anstieg los. Und ja, ich würde mal sagen, wir machen uns jetzt Bett fertig. Es ist zwar erst 15 Uhr, glaube ich, aber wir müssen uns kurz aufwärmen. Es ist nämlich richtig kalt. Und dann machen wir uns eigentlich nur noch bereit für die Nacht, weil morgen früh wollen wir sehr, sehr früh los. Und dann geht es morgen einfach zum Nordkap am 35. Tag der Tour. Oh Leute, jetzt wird es doch nochmal richtig kalt, ey. Jetzt, wo man sich nicht bewegt, merkt man eigentlich, wie kalt es hier doch oben ist. Ich mache jetzt das Bett fertig. Bereite alles super vor, damit wir morgen früh einfach direkt los können. Und übrigens, Leute, das Beste, wir sind erst vor einer Woche circa drauf gekommen, ist, wenn man abends einfach mal Kopfhörer nimmt und Musik hört. Und ich habe wirklich, ich glaube, vor circa einer Woche angefangen, also habe ich wirklich 30 Tage lang keine Musik gehört. Also habe ich wirklich 30 Tage einfach keine Musik gehört und das hat so anders gekickt. Also das kann man wirklich nicht, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, aber diese Musik hat mich so, boah, das war so cool. Es war so nice, wieder mal Musik zu hören und war dann, man hat es richtig gefühlt. Das werde ich gleich machen. Mich richtig schön in meinen Schlafsack kuscheln und dann, ja, und dann werde ich auch schon schlafen. Ich glaube, ich werde heute früh einschlafen, weil es ist wirklich kalt und ich bin müde und ja. Es ist 20.07 Uhr und wir müssen jetzt schlafen, oder ja? Fea schläft schon und ich bin noch wach. Ich habe gerade so ein bisschen geplant, wann wir morgen losfahren. Der Wecker steht jetzt auf 3:40 Uhr. Dann werden wir alles zusammenpacken, auch die Jungs, die werden nämlich auch uns begleiten für Content, ein bisschen filmen. Wahrscheinlich nicht unterwegs, aber dann am Nordkap. Und ja, ich versuche jetzt so schnell wie möglich zu schlafen, aber ich war eh schon gerade ein bisschen im Schlummermodus. Und ich musste jetzt noch ein paar Sachen erledigen. Und ja, ich würde mal sagen, gute Nacht und wir sehen uns dann morgen früh in aller Frische um 3 Uhr morgens. Also 4 Uhr morgens. Gute Nacht. Malu zieht sich direkt die Daunenjacke aus. Wir ziehen die morgens immer an, um besser aus dem Bett zu kommen. Dann weiß man nämlich, dass man nicht in die Kälte muss. Aber jetzt müssen wir direkt einen Berg hoch. Also zieht sie die aus, ich behalte meine an. Also mir ist vorne nicht immer so warm, deshalb, keine Ahnung, ich habe immer 10 Schichten an. Ich habe immer 10 Schichten an. Ja. Willst du jetzt hier noch Streit anzeigen, ne? Jetzt auf den letzten Metern. Hier kommen wieder die Busse. Ganze Doppeldecker hier auch.
Jetzt geht es wirklich los. Die allerletzte Etappe rauf zur Nordkapkugel. Bei 60 Höhenmetern starten wir. Wir starten bei 60 Höhenmetern. Auf 300 müssen wir aber zweimal so ein bisschen auf Berge. Ja. Einmal den großen jetzt. Und dann kurz runter und dann wieder hoch komplett. Aber Leute, wir fahren dem blauen Himmel entgegen. Das ist krass, wirklich. Blauer Himmel, seht ihr das? Also, komplett Wolken, wir sagen einfach blauer Himmel. Nee, aber dahinter sieht man den blauen Himmel. Und gestern waren die Wolken hier so tief, ihr habt das ja gesehen, so viel Nebel, dass das jetzt echt ein gutes Zeichen ist. Wir sind bei 270 Höhenmeter. Wir müssen bis auf 300, dann wieder runter, dann wieder auf bis 200. Oh, aber den ersten haben wir fast geschafft. Und das war nicht so schlimm wie gedacht. Muss ich schon zugeben. Aber ich denke auch, die Euphorie überwiegt einfach gerade. Ne? Wir freuen uns so anzukommen. Ich glaube, das ist gar nicht in Worte zu fassen. Nie wieder aufs Fahrrad steigen. Die nächste Woche. Das Fahrradfahren hat uns so gefallen. Ja. Wir wollen auf jeden Fall schauen, ob wir uns irgendwie Fahrräder anschaffen. Also wir haben Fahrräder, Malu hat ein Rennrad und ich habe ein Gravelbike. Aber damit kann man jetzt nicht so mega viel anfangen, wenn jeweils eine nur eins hat. Also mal schauen, wie wir das machen. Das Wetter ist auf jeden Fall super. Also ihr seht es hier. Wirklich durchlässige Wolken hier vor allem. Der Wind ist jetzt erst seit neuestem da, erst seit wir hier ganz oben sind. Der ist sehr kalt, aber vom Strampeln ist uns recht warm, also auch nicht so schlimm. Und ja, ich glaube, besser geht gar nicht. Also besser geht bestimmt, aber es geht auch sehr, 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 sehr viel schlechter. Also alles gut. Aus. So richtig, richtig steil sieht der aus. Ich bin echt gespannt. So steil sah noch nie ein Berg aus. Leute, wir sind kurz vorm Ziel. Wir sehen es schon. Und jetzt kommen wir nur noch an. Wir sind angekommen, Leute. Es ist einfach unbeschreiblich. Wir haben es einfach geschafft. Wir können jetzt einfach ins Warme zurückgehen und entspannen. Morgen nicht aufs Fahrrad steigen, jetzt das letzte Stück nochmal mit dem Fahrrad. Wir müssen ja später nochmal zum Campingplatz, also zu unserer Hütte. Aber hier ist gerade einfach niemand. Vorhin waren Leute da, aber jetzt sind wir sind einfach komplett alleine hier gerade. Unser Fahrrad wird gerade geklaut. Wir sind einfach komplett alleine und wir gehen jetzt mit den Jungs zum Auto und dann besprechen wir die weitere Lage. Oh Leute, mir ist so kalt gerade, Alter. Wir sind wirklich die Berge hoch, wir schwitzen komplett und jetzt müssen wir eigentlich trockene Klamotten anziehen und ins Warme. Meine Hände sind abgefroren. Wir sind wieder zu Hause, Freunde. Genauer gesagt, schon seit 2 Monaten sind wir wieder zu Hause. Wir filmen jetzt aber nochmal das Ende für dieses Video ab. Danke, dass ihr alle zugeschaut habt. Wir hatten richtig, richtig viel Spaß auf der Tour und sind schon am Schauen, was unser nächstes Ziel wird. Nein, ehrlich gesagt, Wir sind noch nicht am Schauen. Wir haben die ganze Zeit richtig entspannt, die letzten 2 Monate einfach mal nur zu Hause zu sein. Die Nordkap-Tour war aber richtig, richtig cool. Es hat uns richtig Spaß gemacht, wir hatten so Glück mit dem Wetter und vielleicht machen wir es ja nochmal. Oder woanders hin, ja. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video, mal gucken, worum es da dann sich Berlin Marathon. Genau, Berlin Marathon, in 2 Wochen. Ja. Bis dann!